Grüße, liebe Gamer-Freunde, zurück zu Let's Play Deus Ex. Human Revolution. Kann er auch schnell gehen dabei? Nein. Hat der überhaupt einen Patrouillenweg, der Mensch? Erfolgreiches Schleichen hängt von mehreren Faktoren ab. In geduckter Haltung machen sie am wenigsten Lärm. Sichtverbindung ist wichtig. Und in Deckung ist die Gefahr geringer, dass Feinde sie anvisieren können. Nein, echt? Vermeiden sie Sprünge und Sprints, da sie damit ihre Position verraten. Geil, geil. Kann ich das aufmachen zeitgleich? Munition. Speichern dürfen wir nicht. Okay. Mir fällt gerade auf, ich weiß gar nicht, wie ich sprinte. Hä? Und wenn ich die Waffe draußen habe? Jetzt kann ich sprinten. Erfolgreiches Schleichen hängt von mehreren Faktoren. Haben wir doch auch schon. Ja, wahrscheinlich renne ich die ganze Zeit über den Trigger. Ernsthaft? Ich muss hier um die Ecke. Ich sehe 1, 2, 3 Menschen. Huh. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich logge sie jetzt alle an. Der läuft noch da hinten her. Was ist mit dir passiert? Wer ist da? Versteck dich nicht vor mir auf! Du entkommst mir nicht! Ich seh dich, Dreckdose! Hat er gerade mich Blechdose genannt? Frechheit. So. Das ging doch. Die Waffe ist... Ich hatte kurzzeitig befürchtet, dass die Waffe eine richtig kurze Distanz hat.
Und ich fürchte, dass meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Spiel sein wird, Kisten wegzuräumen. Kann man eigentlich Sachen werfen? Nein. Das habe ich schon runtergeworfen, ne? Kann ich speichern? Nein, okay. Ich hatte jetzt gehofft, dass vielleicht so wie bei Mass Effect, dass man eben, wenn man speichern kann, hat man erstmal so ein bisschen so eine Ruhephase. Es ist schon schwierig zu sehen jetzt hier, wie viele Gegner sind hier, wie viele Gegner sind hier eben nicht, aber... Vor allem, warum ist hier nichts unter den Paketen? Wahrscheinlich hätten wir auch einfach eiskalt an den vorbeilaufen können. Kann ich sie so liegen lassen? Bestimmt, oder? Ich räume die jetzt nicht weg. Richard, ich bin drin. Die Tür war kein Problem. Freut mich für Sie. Der Taifun ist in den Produktionslabors. Direkt hinter den Montagelabors ist ein Aufzug, der Sie hinbringt. Verstanden. Doppelläufige Schrotflinte. Ups. Wie viele haben wir denn hier? 4. Da haben wir 1, 2. Voll die geile. Es sind 5. Da wollte ich nicht hin. Haben die Attention gepaid? Kriegen die noch mehr Attention? Gib mir eine Sekunde. Gott, was ist mit dir passiert? Scheiße! Hey, mein Kopf! Ist da jemand? Kann ich jetzt speichern? Nein. Nehme ich eigentlich alles, wenn ich da... Okay. Wenn ich einfach E nochmal drücke, dann nehme ich auch alles. Ist ein bisschen, also mit 5 Leuten funktioniert es noch, wenn man dann, wenn die nicht wissen, wo man selbst ist, sondern wo die, wenn die einfach nur denken, oh mein Gott, da liegt jemand. Moment, aber habe ich jetzt nicht einen übersehen? Der lag doch hier. Na ja, guck mal. Aber ich hatte den Eindruck, dass die sich gegenseitig geweckt haben. Wie, da kann das sein? Also doch töten. So, und das Kreuz, das zeigt mir halt immer an, wo ich hin muss. Okay. Wir haben auch irgend so eine Granate. Granate! Aber was ich damit so... Ich wollte jetzt den Gedankenansatz bringen, aber was ich damit tun soll, weiß ich nicht. Dann habe ich mir gedacht so, naja, was macht man schon großartig mit einer Granate? Ach ja, richtig. Ne? Okay, wir haben jetzt wieder in der Nähe hier Menschen. Und entweder gehen wir anscheinend oben raus oder unten raus. Können wir eigentlich... Waren das Kisten, die leuchten?
Entschuldigung, diese gelbe Markierung, es zieht mich förmlich an. Ich empfinde diesen Menschen als nicht ganz so... Also ich weiß nicht, ich finde die Steuerung... Ich finde ihn so immobil. Also ich kann zwar rennen, das ist ja schön und gut, und habe halt diesen Elektrostrahler da. Oh. Moment mal. Entschuldigung, ich musste noch eine Kiste bewegen. Richtig. Ja. Ich habe halt diesen Elektroschocker da. Also man sieht, es ist schon ein bisschen, also es ist für, man muss halt nicht Mainstream spielen, sage ich jetzt mal. Man kann halt sich eigene Wege schaffen. Allem Anschein nach. Oh, die Kiste habe ich übersehen. Hier ist auch nichts unter irgendeiner Kiste, ne? Ich weiß ja auch nicht. Solide. Keine Ahnung. Okay, gehen wir wieder runter. Also es ist geil für jeden Spieler was dabei, zum Beispiel, dass man eben hier hochschleicht und was weiß ich, Headshots verteilt oder dergleichen. Ich finde es auch gut, dass man sich entscheiden kann, ob möchte ich jetzt wirklich die Leute töten oder lasse ich das. Noch eine Kiste. Jawohl. In irgendeiner Kiste musste ja auch mal endlich was verborgen sein, oder? Ich finde, das finde ich ein bisschen, also ein bisschen beknackt. Hat jemand D-Rack gesehen? Zieht sich wohl ein Joint rein. So? Er sollte nicht einfach so abhauen. Sieg will, dass wir voll konzentriert sind. Wozu? Die Polypen werden hier nicht auftauchen. Nicht solange wir alle Karten in der Hand halten. Kein Scheiß, dass du Sieg gesehen hast, wie da aufgefroren sind und her war. Wie werfe ich denn Granaten? Er holt uns hier schon raus. Nicht, wenn die Polypen uns beim Kiffen erwischen. Teilt euch auf. Jo, ist da jemand? Ups. Naja, der hat jetzt Attention gepaid. Das war ganz schön bad. Da habe ich keine Munition mehr. Okay. La la la. Ja, was soll man machen, wenn man keine Munition mehr hat, ne? Oh, Whisky. Nice. Muss eben die scharfe Munition auch her. Hm? Wir müssen sicherstellen, dass er weg ist. Wo ist er? Ich
Ich warte genau hier, du Schwanz. Komm mich doch besuchen. Oh yeah! Vor dieser kleinen Rock'n'Roll-Pause habe ich über eine ziemlich ernste Sache geredet. Und damit möchte ich jetzt weitermachen. Ich würde gerne mit Leuten reden, die in den Fabriken dieser... Also es redet jemand, aber ich habe keine Ahnung wo. Ach, Geräuschkulissen produzieren. Ach, das ist ja geil. Das haben wir jetzt nicht. Wir können uns auf der Toilette. Genial. Spiele, wo man sich auf dem Klo verstecken kann. Das Besseres gibt's nicht. Scheinen hinter der Tür noch zwei Leute zu sein. Das sind wahrscheinlich auch die, die ich vermeintlich gehört habe. Ibo, die schlafende Welt. Wacht auf. Ein Bollwerk aus Lügen lauert im Herzen Amerikas. Es hat viele Namen. Dreamland, Groom Lake, Area 51, Magic. Seit Jahrzehnten wird diese geheime Militäreinrichtung konsequent verleugnet. Sie existiert nicht. Was dort unter dem Wüstensand passiert, wird vor den Augen der Welt verborgen. Wenn sie es uns nicht sagen, müssen wir sie dazu zwingen. Sie erfinden jeden Tag neue tödliche Militärtechnologien. Biologische Waffen, exotische Energiesysteme, künstliche Intelligenzen, energetische Geräte und Objekte paranormaler und oder außerirdischer Herkunft. Dieser Ort wird von Killern und Mördern beschützt, von gekauften Lakaien und skrupellosen Politikern. Er ist umgeben von Lügen und Verrat. Aber niemand hält diese verrückten Forscher auf, die mit Mächten hantieren, die sie nicht verstehen. Mit jedem weiteren Tag, den diese schwarze Zone intakt bleibt, sind wir den Gefahren der unkontrollierten Experimente ausgesetzt, die dort durchgeführt werden. Was verbergen sie? Ja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr gefeiert, wenn ich jemanden auf Toilette gestört hätte. Also Easter Eggs kann man nochmal einbauen. So, ich denke mal, die zwei Wachen, die können wir da leben lassen. Ich finde es nur gerade problematisch, weil ich kann ja, kann ich... Ich muss mal eben was gucken, bitte. Okay, das geht also. Da anscheinend scheint ja dieses Schnellspeichern, also wirkt für mich nicht so, als würde man schnell speichern können. Wahrscheinlich kann man eben nicht so, wenn halt Gegner in der Nähe sind. Was passiert da? Ja, jetzt habe ich erstmal viele ein paar Sachen. Credits. Nein! Was mir gerade aufgefallen ist, ich benutze die Steuerung auch falsch. Ich komme noch nicht ganz damit klar, dass ich dann nochmal eine Taste drücken muss, um in diesen Zielmodus zu kommen. Deswegen habe ich jetzt auch voll die Munition meiner richtigen Waffe. Verschwendet. Ich vergesse immer, dass man dann noch irgendeine Richtungstaste drücken muss, um eben um die Ecke gucken zu können. In der heutigen Episode, meine lieben Gamer-Freunde, sehen wir einfach, wie Maski wahllos viele Schränke und Spinde öffnet. Es könnte sich hinter jedem ja noch was Spannendes verbergen. Na, sag ich ja. Auch nicht. Liebe Gamer-Freunde, ich glaube, jetzt habe ich alle Spinde hier einmal durchgeguckt. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter und nähern uns diesem Kreuz. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Und eine schöne Woche noch. Tschüss.